New York, Manhattan. Heute ein Zentrum der Welt, wie es vor 200 Jahren die Kaiserstadt Wien war. So wie heute der Puls der Zeit hier schlägt, stand Wien damals im Nabel der Welt. Eine der markantesten Persönlichkeiten der neuen Welt, Henry Kissinger, hat als Politologe über den Wiener Kongress gearbeitet. Und wen würde es wundern, wenn die große graue Eminenz hinter dem Wiener Kongress, Fürst Metternich, nicht auch ein Vorbild für Kissinger gewesen ist? Ich hatte eine gewisse Art von Nostalgie für diese historische Epoche, als Österreich noch ein maßgeblicher Bestandteil der Politik Zentraleuropas war. Als Österreich noch eine Metapher für ganz Europa war und man durch die Befriedung Zentraleuropas etwaige kriegerische Katastrophen abwenden konnte. Damals als eine der wichtigsten Metropolen der Welt. Das Schloss Schönbrunn war gerade seit rund 40 Jahren fertig. Die Dynastie der Habsburger herrschte über ein Reich mit rund 23 Millionen Einwohnern, von den Niederlanden bis in die heutige Ukraine. Paris war im Vergleich zu Wien eine historisch ältere und doppelt so große Stadt. Die Bourbonen herrschten hier über ein Volk mit ebenfalls mehr als 20 Millionen. Die Kaiser und Könige beider Reiche sahen sich von Gott legitimiert, ihre Völker absolutistisch zu regieren. Unter den Herrscherfamilien führten im Grunde der Adel, der Klerus und ein Heer von Beamten die unteren Schichten mit eiserner Hand und ließen ihnen sehr wenig Mittel zum Überleben. Die ständige Unterdrückung führte letztlich zur Explosion der Volkswut, zur Französischen Revolution. 10 Jahre dauerte dieser Aufstand samt bitterer Rache an Adel und Königshaus. König Ludwig XVI. Und seine Habsburger Gattin Marie Antoinette wurden öffentlich geschmäht und enthauptet. Noch heute erinnert sich Frankreich an die historischen Geburtswehen der Republik mit dem Nationalfeiertag am 14. Juli, jenem Tag, an dem der Pöbel den Adel zum Aufgeben gezwungen hat. Der Zufall will es, dass die Geburt Napoleons 1769 mit der Inbesitznahme Korsikas durch die Truppen von König Ludwig XV. Zusammenfällt. Napoleons Vater war ein einflussreicher Jurist. Zum Selbstschutz nahm er von der korsischen Unabhängigkeitsbewegung Abstand. Damit verschaffte er seinem Sohn, Napoleone, Zutritt zu französischen Militärschulen. Im Alter von nur 16 Jahren war dieser bereits Leutnant. Koblenz wurde im Jahr 1773 Clemens Wenzelaus Nepomuk Lothar Graf von Metternich-Winneburg zu Beilstein geboren. Der spätere Gegenspieler Napoleons, 4 Jahre jünger als dieser, genoss die beste Erziehung mit Hauslehrern. Die Sprache seiner Mutter war Französisch und mit dem Vater sprach er Deutsch. Liberales Gedankengut war im Hause Metternich an der Tagesordnung. In Straßburg, an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland, genoss Metternich das Flair von Internationalität und Zweisprachigkeit. Er hatte hier denselben Lehrer in Mathematik und Fechtkunst wie zuvor der junge Offizier Napoleon. Hier befand sich eine der Kaderschmieden für die politische Führungsschicht des Römisch-Deutschen Reiches. Die Französische Revolution führt in Folge auch zu politischen Unruhen in ganz Europa. Alle Herrscherhäuser und besonders die Habsburger fürchten Umstürze, die sich zu weitflächigen Kriegen entwickeln könnten.
Aus den Wirren der Französischen Revolution stieg Napoleon Bonaparte als überragende Persönlichkeit auf. (1799) übernahm er die Regierung. 1802 wurde er Konsul auf Lebenszeit. 1804 krönte er sich zum Kaiser der Franzosen. Und ebenfalls innerhalb weniger Jahre breitete Napoleon die Macht Frankreichs über ganz Europa aus. Er zeichnete die Karte Europas neu mit einem französischen Reich von Spanien bis Polen. In Wien beobachtete man den Aufstieg Napoleons mit Sorge. Als Reaktion auf Napoleons Kaiserkrönung nahm Kaiser Franz II. 1804 den Titel als erster Kaiser von Österreich an und dankte zwei Jahre später als römisch-deutscher Kaiser ab. Jetzt hatte Europa erstmals zwei Kaiser und das war einer zu viel. Die Interessen von Kaiser Franz dürften mehr bei der Literatur oder der Botanik gelegen sein als bei der harten Politik. Die Krone schien ihn fast zu erdrücken. Ideal für den aufstrebenden Fürsten Metternich. Der wendige Diplomat war in Berlin, Paris und Moskau begehrt. Als er 1806 nach Paris kam als Botschafter und damit die oberste Sprosse der diplomatischen Laufbahn erklommen hatte, hatte er dies geschafft, hauptsächlich durch gesellschaftliche Protektion. Und Metternich war ein Schmetterling, der in allen Pariser Salons auftauchte, geliebt wurde, le beau Clément. Aber Metternich hat natürlich in Paris nicht nur in den Salons geglänzt, er hat vor allem Napoleon studiert. Und er hat dann, was ein Diplomat tun muss, er hat seiner Regierung in Wien Ratschläge gegeben. Die waren aber längst nicht immer richtig. 1809, als in Wien der Glaube vorherrschte, Napoleon ist in Spanien beschäftigt. Wir können über ihn herfallen, weil er nur über die Hälfte seiner militärischen Mittel verfügen kann. In diesem Augenblick hat Metternich durch seine nicht sehr sachlichen, nicht sehr zutreffenden Botschaftsberichte aus Paris der Kriegspartei Argumente an die Hand geliefert. In der Schlacht bei Aspern nahe Wien hat Erzherzog Karl 1809 Napoleon besiegt. Dieser flüchtet anschließend in die Lobau, wo er angeblich aus Erschöpfung 30 Stunden hindurch schläft. Hat Erzherzog Karl hier Napoleon geschont? Die Frage könnte man ja stellen, nachdem die Schlacht kurze Zeit zu seinen Gunsten war, aber er aus diesem kurzfristigen Vorteil keinen nachhaltigen Sieg gemacht hat. Nein, von einer Schonung kann keine Rede sein. Erzherzog Karl war wahrscheinlich auch in einer entscheidenden Phase dieser Schlacht zu unentschieden. Sie hat den gesamten Kriegsverlauf in keiner Weise geändert. Nur in der österreichischen Geschichte ist sie eine der zwei ganz großen Schlachten und gibt uns Anlass, neben dem Prinzen Eugen den anderen, den letzten Generalissimus zu feiern, nämlich den Löwen von Aspern, Erzherzog Karl. Das Verhältnis von Erzherzog Karl zu Napoleon war von gegenseitigem Respekt und von Hochachtung gezeichnet. Napoleon hat die Hoffnung gehabt, dass Erzherzog Karl sich ebenfalls gegen seinen Bruder stellen würde und wäre bereit gewesen, ihn als den Kaiser Österreichs einzusetzen, um Kaiser Franz abzusetzen. Zu diesem letzten Beweis der Illoyalität ist es allerdings nicht gekommen. Erzherzog Karl hat natürlich an der Treue zum Kaiser festgehalten. Napoleon hat Karl als den einzigen ganz großen, ihm ebenbürtigen Feldherrn geschätzt. Er sagt in den 90er Jahren, bisher hat er immer Armeen ohne Feldherr geschlagen, nun muss er einen Feldherr schlagen ohne Armee. An der Südfront war Erzherzog Karl in völlig aussichtsloser Situation und hat trotz seines überragenden strategischen Genies keine Chance gehabt, die französischen Truppen zu besiegen. Aber die beiden hatten ein Verhältnis, das sich bis zum Tod Napoleons nur durch Respekt ausgewiesen hat.
Nach dem Sieg bei Wagram diktiert Napoleon den Frieden von Schönbrunn. Er lässt die Glocken des Stephansdoms läuten, obwohl der Vertrag noch gar nicht unterzeichnet ist. Ein Friedensakt, der jeder völkerrechtlichen Grundlage entbehrte. Ganz in der Handschrift des machiavellistischen Machtpolitikers. Im Austausch zwischen dem Kaiser und Metternich selbst ist es mit Händen zu greifen, die Angst, Napoleon einen Vorwand zu geben, wieder einzugreifen. Da fängt die Pressezensur an, da fängt die Einrichtung einer geheimen Polizei an. Die Formulierung politische Polizei fällt das erste Mal 1809 nach dem Frieden von Schönbrunn. Das heißt, diese Gefahr einer drohenden Aufteilung war so präsent, dass Metternich sagte, die einzige Politik, aus dieser Situation herauszukommen, ist eine dynastische Verbindung. Denn die ganze Heirat mit Napoleon ist ja eigentlich eine seiner Ideen gewesen, dass Marie-Louise an Napoleon verehelicht wird. Wobei, Klammer auf, gerade die Briefe Napoleons an Marie-Louise zeigen, was für ein Gentleman Napoleon eigentlich war, gerade als Ehemann. Das ist nämlich auch ein ganz interessanter Aspekt. Also die Ehe war nicht so schlecht, wie sie normalerweise hingestellt wird. Napoleon kommt Marie-Louise bei ihrer Anreise nach Paris ein Stück entgegen. Ihre erste Nacht auf französischem Boden verbringt sie im Palais Rouen in Straßburg. Schon ein Jahr später schenkt sie Napoleon einen Sohn, den späteren Herzog von Reichstadt. Dieses Problem, dass er aufgewertet sein wollte, war sein Schwachpunkt. Die Heirat mit der Marie-Louise bedeutet die Aufnahme in eine der ältesten Dynastien in Europa. Und damit konnte er keinen Krieg mehr gegen Österreich führen oder die Monarchie auflösen. Napoleon wollte stets Hand in Hand und auf gleicher Augenhöhe mit den Monarchen auftreten und angesehen werden. Wie sieht der Politologe Professor Kissinger die entscheidenden Fehler von Napoleon? He accepted in a funny way. Er akzeptierte auf eine seltsame Weise die Legitimität des 18. Jahrhunderts. Im Sinne des Rechts zu herrschen. Tief in seinem Herzen hatte er das Gefühl, kein legitimer Herrscher zu sein. Und daher war er in der Pflicht, jedes Machtzentrum, das sich ihm nicht unterwerfen hat, zu zerstören. Deshalb zog er mit seinem Heer nach Spanien. Das war sein erster großer Fehler. Und dann nach Russland. Seiner letztlich fatalen Fehleinschätzung. Der Russlandfeldzug ist für Napoleon eine Katastrophe. Er hat zwar die Schlacht mit hohem Blutzoll gewonnen, aber den Krieg verloren. General Kutusows Plan, Moskau zu opfern, um Russland zu retten, führt dazu, dass die Versorgung seiner Grande Armee nicht mehr möglich ist. Der russische Winter tut dann das Übrige. Napoleon hatte verloren, seine große Armee war zerstäubt. Napoleon, der für unbesiegbar gehalten worden war, hatte eine Schwäche gezeigt. Eigentlich der Anlass für diejenigen, die er bisher in Abhängigkeit gehalten hatte, die Situation zu nutzen, sich auf die andere Seite zu schlagen. Russland führte den Krieg fort, die russische Armee ging über die Weichsel. Preußen fiel von Napoleon ab. England heizte die Bildung einer neuen Festlandskoalition gegen Napoleon an mit seinem Geld. Jetzt war die große Frage, wie wird Österreich sich verhalten? Für Österreich war die Situation deshalb schwierig, weil Österreich noch offiziell im Bündnis mit Napoleon, mit Frankreich stand. Österreich hatte den Russlandfeldzug Napoleons mit einem Hilfskorps von 30.000 Soldaten unterstützt. Und Österreich war Frankreich in einer besonderen Weise verbunden. Als Napoleons Stern zu sinken begann, kam es 1813 im Schloss Marcolini nahe Dresden zu einer denkwürdigen Begegnung. 8 Stunden lang redete Fürst Metternich auf Napoleon ein, doch aufzugeben. Und 8 Stunden lang hielt Napoleon daran fest, lieber unterzugehen, als vor seinen Feinden zu kapitulieren. Die Aussagen der beiden sind aus nachträglichen Gedächtnisprotokollen authentisch erhalten.
Der Raum dieser Begegnung existiert noch im Originalzustand, im heutigen Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt. In seinem Buch Napoleon, Metternich und das weltgeschichtliche Duell von Dresden beschreibt Günter Müchler, spannend wie ein Drama, diese historische Konfrontation. Durch den katastrophalen Ausgang in Russland hoffen Napoleons Generäle, dass sich Napoleon mit Metternich einigt und einem Friedensschluss zustimmt. Denn für den Kaiser der Franzosen steht nun alles auf dem Spiel. Ausgleich mit Österreich oder Aufstand der europäischen Nationen. Von Eurer Majestät hängt es ab, der Welt den Frieden zu geben. Ihre Regierung die festeste aller Grundlagen, die allgemeine Dankbarkeit zu geben. Ich bin bereit, Frieden zu schließen. Aber lieber werde ich untergehen, als einen entehrenden Frieden schließen. Ich habe es dem Kaiser geschrieben. Meine Ehre über alles und dann der Frieden. Entehrende Vorschläge würden niemals in die Berechnung des Kaisers Franz Eingang finden. Wohlan. Was verstehen Sie unter Frieden? Welche sind Ihre Bedingungen? Wollen Sie mich plündern? Wollen Sie Italien, Brabant, Lothringen? Ich werde nicht einen Zoll Erde abtreten. Ich schließe Frieden auf dem Status quo ante bellum. Ich werde sogar einen Teil des Herzogtums Warschau an Russland geben. Euch werde ich nichts geben, denn ihr habt mich nicht geschlagen. Auch an Preußen gebe ich nichts, weil es mich verraten hat. Wenn ihr Westgalizien wollt, wenn Preußen einen Teil seiner alten Besitzungen will, so kann ich es machen, aber gegen Entschädigungen. Alsdann müsst ihr meine Verbündeten entschädigen. Immer und immer wieder hat er Österreich gedemütigt. Und jetzt steht dieses Österreich plötzlich auf und versucht, ihm das Gesetz des Handelns zu diktieren. Das hat diesen mächtigen Mann, diesen Herrscher der Welt, zutiefst verbittert, geärgert. Wie viele Alliierte seid ihr? 4? 5? 6? 7? Je mehr, desto besser für mich. Ich akzeptiere die Herausforderung. Ich werde im Oktober in Wien sein. Dann werdet ihr ja sehen, wo sich Russen und Preußen befinden. Oder zählt ihr gar auf Deutschland? Bedenkt, was 1809 der Fall war. Wenn Eure Majestät die Dinge so sehen, beweisen Sie nur, dass Ihre und die Interessen Europas wirklich unvereinbar sind. Eure Friedensverträge waren stets nur Waffenstillstände. Ob Rückschläge oder Erfolge, sie drängten euch immer in den Krieg. Napoleon wusste genau, er musste noch einen Sieg haben, um dann aus der Position der Stärke heraus einen Frieden zu machen, der für ihn, der für Frankreich erträglich war. Eure Majestäten, die auf dem Thron geboren sind, halten es aus, 20-mal geschlagen zu werden. Jedes Mal kehren sie zurück in ihre Hauptstadt. Ich bin nur ein Sohn des Glücks. Ich würde von dem Tag an nicht mehr regieren, an dem ich aufhörte, stark zu sein. An dem ich aufhörte, Respekt zu erheischen. Das psychologisch Spannende, und diese Dresdner Entrevue ist ein Psychodrama, ist, dass er gewissermaßen vor Metternich die Hemdbrust aufreißt, dass er seinem Widersacher dieses Geständnis macht. Er sagt im Grunde, ich kann nicht anders handeln, als ich jetzt handle. Ich werde den Kampf suchen, es muss diese Auseinandersetzung geben, dann kann Frieden sein, aber erst dann. Jetzt ist die neue Armee da. Schon zweimal hat sie gesiegt. Ich werde sie euch vorführen. Aber ist es nicht gerade die Armee, die den Frieden will? Nicht die Armee, aber meine Generäle. Die Moskauer Kälte hat sie um ihre Moral gebracht. Ich habe die Mutigsten weinen sehen. Sie hatten keine Kraft mehr. Vor 2 Wochen noch hätte ich Frieden schließen können. Nun, mit 2 Siegen im Rücken, kann ich es nicht mehr. Es könnte ja durchaus sein, dass Fortuna sich abermals von Eurer Majestät abwendet, wie in Russland. Ich habe die neuen Soldaten gesehen. Das ist doch eine vorweggenommene Generation. Was werdet ihr tun, wenn auch diese Generation verheizt ist? Werdet ihr dann die nächste zu den Waffen rufen? Ihr seid kein Militär. Ihr wisst nichts über die Seele eines Soldaten. Ich bin im Feldlager aufgewachsen und ein Mann wie ich scheißt auf das Leben von 1 Million Menschen.
Napoleon hatte cholerische Anfälle und er hat seine Worte nicht immer gewogen. Es ist durchaus vorstellbar, dass er das gesagt hat. Ich meine allerdings, in der Wertung Napoleon sollte man so eine Aussage nicht überbewerten. Das ist ein Teil oder es mag ein Teil dieses Psychodramas, dieses Gesprächs gewesen sein. Wir werden uns wiedersehen. Ich stehe zu eurer Verfügung. Und wollt ihr wissen, was passieren wird? Ihr werdet mir nicht den Krieg machen. Ihr seid verloren, Sire. Als ich kam, habe ich es geahnt. Jetzt weiß ich es. 4 Monate nach diesem verbalen Schlagabtausch sprechen wieder die Waffen. Die größte und wichtigste Schlacht der sogenannten Befreiungskriege fand vom 16. bis 19. Oktober 1813 statt. In dieser Völkerschlacht bei Leipzig schlossen sich die Armeen Österreichs, Preußens, Russlands und Schwedens gegen die zahlenmäßig unterlegene Armee Napoleons zusammen. Die Allianz bewährt sich dermaßen, dass der gewiefte Stratege Napoleon zunächst den Überblick und dann die Schlacht verliert. In einem ausgedienten Gasometer kann der Zuseher in 360 Grad Zeuge der Niederlage Napoleons werden. Der Panoramakünstler Yadigar Assisi widmete dieser Völkerschlacht bei Leipzig ein gewaltiges Werk mit allen Mitteln der Fotografie und Drucktechnik. Wenn der ganze Kontinent 23 Jahre lang Krieg hat, mit Hunderttausenden von Toten, dann ist die Frage unausweichlich, nach den Ursachen zu fragen. Und für Metternich war die Ursache eine Verbindung aus einer politischen Weltbeglückungsidee und einer europäischen Politik, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und das Stichwort, das für ihn da maßgeblich war, das war Revolution. Im Grunde erkennt Metternich Napoleon als den, der die Revolution gezähmt hat, der dann aber nicht Halt machen konnte, sondern jeder Friedensvertrag bedeutete den Anfang für einen neuen Krieg. Während Fürst Schwarzenberg dem König von Preußen, dem Zaren und Kaiser Franz die Siegesnachricht überbrachte, herrschte in der Bevölkerung von Leipzig Bestürzung über das Ausmaß dieser Schlacht. Alles war mit Verwundeten und Toten übersät. Doch Napoleon dachte nicht ans Aufgeben. Er lehnte alle Friedensangebote ab und rüstete erneut auf. Das führte zum Einzug der alliierten Mächte in Paris. Napoleon wurde zur Abdankung gezwungen und mit dem ersten Pariser Frieden auf die Insel Elba verbannt. Dieses sehr berühmte Bild zeigt den Einzug von Kaiser Franz in Wien am 16. Juni 1814, als er von Paris zurückgekommen ist. In Paris wurde am 30. Mai der Pariser Frieden unterzeichnet und dort wurde auch festgelegt von den 8 Signatarmächten des Pariser Friedens, dass es eine Folgekonferenz geben sollte in Wien. Man kann sagen, der Wiener Kongress war praktisch ein Zufallsprodukt, denn eigentlich hätte man erwarten können oder wollte man ursprünglich in Paris bereits alles regeln, aber da sind eben noch offene Fragen geblieben. Anschließend im Juni geht man nach London für Gespräche über die Niederlande. Und dann kommen eigentlich nur noch 2 Städte in Frage für die Friedensvertragsvollzugskonferenz, die der Pariser Friede festschreibt. Und im Pariser Friedensvertrag steht schon Wien, die drittgrößte Stadt Europas, leicht zu erreichen im Vergleich zur russischen Hauptstadt St. Petersburg. Der Franz als einer der ranghöchsten Monarchen, Franz I. als einer der ranghöchsten Monarchen des europäischen Konzerts. Wien, die österreichische Politik, das österreichische Militär, Metternich, Schwarzenberg, die Personifikationen als Hauptträger auch des Erfolgs gegen Napoleon, das alles sprach für Wien.
ursprüngliche Plan, den großen Kongress in Wien Ende Juli zu beginnen, war nicht zu halten. So konnte man sich besser darauf vorbereiten, die Souveräne, deren Familienmitglieder und Delegationen fast aller Staaten und Mächte Europas, alle jeweils mit reichlichem Hauspersonal, in der Stadt unterzubringen. Wien war zwar damals die drittgrößte Stadt in Europa, aber durch die alten Stadtmauern im Zentrum doch sehr beengt. So mussten viele Teilnehmer ins Umland von Wien ausweichen. Welche berühmten Städten in Wien die Souveräne unbedingt sehen sollten, um auch einen entsprechenden Eindruck zu gewinnen. Es geht sozusagen nicht nur um die Unterbringung, es geht auch um die Verköstigung. Es geht auch um das musikalische und theatralische Begleitprogramm. Es geht auch sozusagen um einen würdigen und einen treffenden, einen interessanten und vor allem aus der Perspektive von Kaiser Franz richtigen Eindruck der Reichshaupt- und Residenzstadt. Nach den langen Kriegsjahren gab es viel zu wenige brauchbare Kutschen in Wien. Also musste der gesamte Fuhrpark des Kaiserhauses für den Kongress neu angeschafft werden. 200 neu gebaute Kutschen, alle einheitlich in dunkelgrün, mit vergoldeten Adlern und Kronen, bildeten eine repräsentative Flotte. Es war für den Wiener Hof immer ein Spagat zwischen den Wünschen des Kaisers, dass man etwas ganz Besonderes schaffen sollte, den Gästen jeden Luxus zur Verfügung stellen sollte, um das Dekorum, wie man damals gesagt hatte, zu wahren. Also alles, was man getan hat, musste die Würde des Kaiserhauses widerspiegeln. Auf der anderen Seite durfte es nach Möglichkeit aber kaum etwas kosten. Das war natürlich nicht möglich. Der Kaiser hat immer wieder Sonderbudgets für den Kongress zur Verfügung gestellt, auch für den Fuhrpark. Die haben nie gereicht. Also man hat immer sehr viel mehr Geld gebraucht, als ursprünglich veranschlagt wurde. Und das hat sich natürlich auch auf die Inflation ausgewirkt. Die österreichischen Staatsfinanzen waren tatsächlich in einer schweren Krise. Es gibt ja 1811 diesen, heute sagt man Haircut, diesen Schuldenschnitt, also einen faktischen Staatsbankrott durch Herabsetzung des Geldes. Aber den Kongress, den konnte und wollte man sich schon noch leisten. Auch die Hofburg selbst wurde in aller Eile für die Souveräne adaptiert. Es beginnt eigentlich bei der Herrichtung der Appartements in der Wiener Hofburg. Eine große Herausforderung für den Wiener Hof, der offensichtlich überfordert gewesen ist angesichts einer so großen Zahl neuer Gäste, die mehr oder weniger zu einem Zeitpunkt nach Wien kommt. Man muss sich vorstellen, dass ja auch viele Adelsquartiere und Bürgerhäuser im ersten Bezirk angemietet werden mussten, um die entsprechenden Personen unterzubringen. Das ist natürlich eine Situation, die die Wiener Hofburg so nie gekannt hatte, weil es das erste große politische Ereignis ist, wo so viele bedeutende Diplomaten und bedeutende Herrscherpersönlichkeiten sich hier versammelt haben. Wir haben in diesem Zusammenhang nicht nur Berichte gefunden des Obersthofmeisteramtes, wo die entsprechenden Personen unterzubringen sind, sondern auch genaue Lageskizzen, sogenannte Begradierungspläne, wo die Appartementgrenzen verlaufen, welche Türen offen und welche geschlossen zu halten sind, um auch eine entsprechende Diskretion zu wahren. Metternich hatte geplant, Anfang September erste Vorgespräche mit dem britischen Außenminister Castlereagh, dem preußischen Staatskanzler Hardenberg und dem Leiter der russischen Delegation Graf von Nesselrode zu führen. Da Preußen noch vor Kongressbeginn einen Verfassungsentwurf für einen deutschen Bund vorlegen wollte, glaubte Metternich, dass der Wiener Kongress in weniger als 6 Wochen beendet sein würde. Metternich hat mich zunehmend fasziniert, seit ich sozusagen mir seiner gewahr wurde. Da er einerseits eine sehr schwierige Aufgabe hatte, die verschiedenen Elemente der europäischen Politik abzuwägen. Und man kann sagen, dass Österreich eine Metapher für die europäischen Zwangslagen war. So viele Nationen waren hier vertreten. Jeder Aufruhr in Europa erzeugte ein Beben in Österreich. Und das heimische System war beinahe völlig unflexibel. Also musste er geschickt taktieren, um durch die verschiedenen Krisen zu kommen.
Doch darüber hinaus hatte er eine Vision von Europa, in der er beispielsweise schrieb, dass das nationale Interesse im Sinne von Gemeininteresse zu betrachten wäre. Und wenn man kein Gemeininteresse definieren könnte, würde sich das nationale Interesse nicht durchsetzen. Machtgehabe und Repräsentation ist fast alles zu jener Zeit. In einem langen feierlichen Paradezug werden Zar Alexander und König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen von Kaiser Franz empfangen und zur Hofburg geleitet. Nach dem Sieg über Napoleon wollte der fromme Zar in einer heiligen Allianz den Frieden der damaligen Welt sichern. Aber in der Geschichte ist vor allem das Gesellschaftsleben beim Kongress verhaftet geblieben. Das Wort des Fürsten Charles-Joseph de Ligne, dass der Kongress nicht weiterkommt, aber tanze, war keine Übertreibung. Dennoch war auch das für die Diplomaten häufig Arbeit, nämlich die Fortsetzung ihrer politischen Bestrebungen außerhalb des Konferenzsaales. Nur den Zaren hätte Metternich manchmal lieber in Russland gewusst als hier in Wien, denn er warf häufig Verhandlungsergebnisse seiner Delegation am nächsten Tag wieder über den Haufen. Die Wiener konnten so jedenfalls alle großen Monarchen ihrer Zeit hautnah erleben. Sie bewegten sich ohne Zeremoniell unter den Bürgern der Stadt. Und riesige Feuerwerke versprühten den Prunk des Kongresses. Es ist so, dass der Wiener Kongress natürlich für die Hofwirtschaft ein enormer Aufwand war. Schon aus dem Grund, weil die Hofküche bzw. die Hofzuckerbäckerei nicht mehr an diese großen Essen gewöhnt war. Das heißt, also man hat für die kaiserliche Familie gekocht und man war also an wirklich großen Tafeln, da war man etwas schon ungeübt. Das heißt, für den Oberstküchenmeister war das eine enorme Aufgabe. Entsprechend früh am Morgen erfolgte der Dienstantritt. Galt es doch täglich während des Kongresses rund 3000 Personen zu versorgen und zu verköstigen. Prinzipiell war die Arbeit bei Hof zwar schwer, aber sehr beliebt aus dem Grund, weil der Hof sehr sozial war. Das heißt, also man hat Leute, die zum Beispiel in der Küche nicht mehr arbeiten konnten, die haben dann irgendeine leichtere Arbeit bekommen. Also die waren dann, was weiß ich, Salztürhüter oder irgend so etwas. Und wenn es dann wirklich nicht mehr gegangen ist, dann hat man die Leute in Pension geschickt. Das heißt, sie haben einen Teil ihres Gehalts bekommen. Beziehungsweise, wenn die Herrschaften gestorben sind, haben auch die Witwen und die Waisen eine Pension bekommen. Eine der besonderen Spezialitäten am Wiener Hof war die Oliosuppe. Diese wurde den Gästen aber nicht auf Tellern, sondern stilgerecht in Gläsern serviert. Die Oliosuppe hat vermutlich ihre Wurzeln in Spanien, in der Ola Podrida, in diesem eher bäuerlichen Eintopf. Und sie ist vermutlich mit Karl VI. Nach Wien gekommen. Bei Hof wurde sie dann sozusagen zur Galasuppe. Das heißt, also man hat sie bei Hofbällen um Mitternacht gereicht oder nach dem Cotillon. Heute gibt es eine Gulaschsuppe. Das macht, wenn man es vergleicht mit einer klassischen Rindsuppe, einen besonderen Geschmack. Es schmeckt zwar stark nach Suppe, aber es ist ein ganz eigener Geschmack von extrahiertem Fleisch in den verschiedensten Formen, das ein bisschen intensiver schmeckt als die klassische Rindsuppe, die wir Österreicher letzthin gewohnt sind. Sie wurde auch als extrem gesundheitsfördernd eingeschätzt, weil sie eben so konzentriert war. Also der Kaiser, der spätere Kaiser Ferdinand, der ja aufgrund seiner Epilepsie sehr schwach war als junger Mensch, der hat die Oliosuppe jeden zweiten Tag bekommen, weil man sich eben erwartet hat, dass er durch diese Suppe gekräftigt wird. Und nun letztlich hoffen wir, dass die Oliosuppe aus dem 19. Jahrhundert auch im 21. Jahrhundert genauso kräftigend und stärkend wirkt wie damals.
Sowohl im unteren als auch im oberen Belvedere war während der Kongresszeit die kaiserliche Sammlung ausgestellt. Als eines der ältesten Museen der Welt mit seiner großartigen Gartenanlage war es daher auch damals schon für die Wiener und deren Gäste ein besonders beliebter Ausflugsort. Die groß angelegte Ausstellung der Republik Österreich zu 200 Jahren Wiener Kongress ist wohl nirgends besser platziert als in dieser Schlossanlage des Prinzen Eugen. Für Wien war das eine tolle Chance, für den einfachen Bürger nach dem Krieg Geld zu verdienen. Vom einfachen Schuster bis zur Kleidermacherin und so weiter. Es waren ja so viele Leute, die aus ganz Europa hierher gestreut sind, in das eigentlich sehr kleine Wien, das nicht darauf vorbereitet war. Die haben Quartier gegeben den Leuten. Sie sind zum Teil ausgezogen, nicht um der Entourage der Herrschaft Quartier zu geben. Also für die war das eine sehr interessante Zeit und natürlich auch diese großen Herrscher, der Zar, der schöne Zar hier einmal schon, das war ein Ereignis, nicht? Und die schönen Damen zu sehen, die Begleiterinnen, die Mätressen. Und das war schon die weite Welt, die sonst nicht da war. Das Flair der weiten Welt, deren Vertreter damals in Wien weilten, wird im Belvedere als multimediale Ausstellung vermittelt. Nicht nur großartige Gemälde, Skulpturen, Kleidung sowie Gebrauchsgegenstände sind ausgestellt, sondern auch markante Zitate über die damalige Kommunikation werden zu lesen und zu hören sein. Welche der handelnden Persönlichkeiten der Kongresszeit haben während der Vorbereitungen die Kuratoren eigentlich am meisten beeindruckt? Ja, besonders interessant ist natürlich der Talleyrand, weil das eine Figur ist, die durch alle Regimes durchgehen konnte, sich anpassen konnte, aber eigentlich immer Frankreich im Hintergrund hatte. Und das kann man ja eigentlich auch mit Metternich aus sehen, dass er gerade in der Zeit eigentlich eben nur mit Österreich, für Österreich gedacht hat und für Österreich agiert hat. Und sonst wäre mir auch sehr, wenn ich sehr interessant finde, das ist der König von Dänemark. Das ist eine sehr unscheinbare Figur in den Schriften, aber als der in Wien gewesen ist, er hat sich mit allen Institutionen, die für die Wohlfahrt tätig gewesen sind, oder ja, hat er sich interessiert dafür, hat alle besucht und das hat eigentlich eine sehr, sehr positive, sehr sympathische Seite von ihm gezeigt. Das Beste oder Treffsicherste, was man eigentlich über die verschiedenen anwesenden Persönlichkeiten am Wiener Kongress lesen kann, das sind die Tagebücher von Erzherzog Johann, scharfsinniger politischer Beobachter, sozusagen der Intellektuelle der Habsburger, schreibt auch sehr viel über Alexander, sehr viel über Talleyrand, wo er differenziert zwischen einem wurmstichigen Herz bei Talleyrand und einem sehr treffsicheren Hirn. Auch große und intellektuelle, sehr reife Bemerkungen über die globalen Entwicklungen politischer Natur, die der Kongress bewegt hat, auch was vor allem den Westdrang Russlands nach Europa hinein betrifft. Da hat Erzherzog Johann Dinge in der Entwicklung gesehen, die verschiedene andere Persönlichkeiten am Wiener Kongress noch nicht in dieser Dimension wahrgenommen haben. Ein riesiges Volksfest im Prater anlässlich des Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig war einer der Höhepunkte am Wiener Kongress. Während im Lusthaus die Monarchen, Fürsten und die hohen Militärs aus den verschiedensten Ländern vornehm tafelten, wurden die Soldaten an langen Tischen mit Suppe, mit Knödeln, Rindfleisch mit Soße, Braten, Krapfen, Semmeln und einer halben Maß Wein bewirtet. Für Kaiser Franz, der ein Leben lang auch ein leidenschaftlicher Gärtner war, war Laxenburg sein erklärter Lieblingsort. Er ließ nicht nur die Franzensburg errichten, sondern lud auch die illustren Gäste des Wiener Kongresses auf den angelegten See zu einer Bootsfahrt ein. Aber auch aufwendige Ritterspiele wurden am Turnierplatz in Laxenburg zur Unterhaltung dargeboten. Eine Tradition, die damals wie heute viel Freude und Begeisterung hervorrief. Schon damals zeigte sich, dass kaum eine Zeit so viel Faszination auf die Menschen ausübt wie das Mittelalter mit seinen angeblich edlen Rittern und deren Mythen- und legendenreichem Leben. Den Schlosspark hatte Kaiser Franz bis zu seinem Tod immer wieder erweitert und letztlich im Stil eines englischen Landschaftsgartens ausgebaut.
Laxenburg diente zusätzlich auch während des Wiener Kongresses den Herrschern und Souveränen als Ausflugs- und Jagdgebiet. Was aber mit dem Wiener Kongress wirklich geradezu vorbildlich begonnen hat, würde ich schon sagen, und etwas, was für uns heute zumindest als Richtlinie immer noch gilt, ist, dass Verträge etwas sind, was eingehalten werden muss. Und dass da Zeugen dafür vorhanden sind, wenn man zum Beispiel denkt an Verträge, die hier gar nicht verhandelt wurden, weil beim Wiener Kongress ist ja viel schon im Vorfeld entschieden gewesen. Aber das musste dann abgesegnet werden und alle mussten dem zustimmen, damit das international seine Gültigkeit hat. Das heißt, von der Zielsetzung her, sich um eine Friedensordnung zu bemühen, die hält, und ein System zu entwickeln, in dem alle einigermaßen mit allen Kompromissen leben können, das hat damals begonnen in einer doch sehr vorbildlichen Art und Weise, und mit ähnlichen Problemen sind wir heute noch beschäftigt. Was, wer, mit wem und wann verhandelt, spielt im Ablauf eines komplexen Kongresses eine bedeutende Rolle. Wissen ist Macht, gilt hier ganz besonders. Und ein Vorsprung im Wissen bedeutet stets einen unschätzbaren Vorteil für den weiteren Verlauf beim Taktieren. In diesem Saal gibt es oben an der Decke, am Plafond, vier Lüftungsgitter. Das ist Originalbestand, diese vier Lüftungsgitter. Ist auch klar, viele Kerzen, und da waren 400 Kerzen herinnen, wenn das vollgebrannt hat, muss ja irgendwo der Rauch und die heiße Luft abziehen. Das war eine Funktion. Die zweite Funktion war aber, dass man durch diese Gitter sehr gut in den Raum hört, der darüber liegt. Man hat von Anfang an darüber einen Raum gebaut. Und da saßen die Schreiber des Metternich und haben mitgeschrieben. Und daher war der Metternich über jedes Detail des Kongresses gut informiert, auch über die Sitzungen, wo er selber gar nicht dabei war. Aus dem ist entstanden, so, weil der Metternich ein bisschen das Image hat, er hat spioniert und er hat abgehört. Das wird so ganz nicht gewesen sein. Das war damals die normale Form der Tonaufzeichnung. Man muss sich vorstellen, da oben saßen dann an einem langen Tisch ein Dutzend Schreiber und haben wirklich mitgeschrieben mit Federkiel und Zuspitzen und Eintunken. Und der erste Schreiber hat den ersten Satz genommen und der zweite den zweiten, dritte den dritten. Und wann der Öfte fertig war mit seinem Satz, hatte der erste seinen Satz aufgeschrieben, die Feder gespitzt, eingetunkt und konnte den zwölften Satz nehmen. Und diese Mitschriften hat man dann ineinander geschoben und daraus das Protokoll gemacht. Diese Protokolle aber waren den Delegierten und deren Monarchen vorbehalten. In den österreichischen Zeitungen war kaum etwas über die politischen Inhalte des Kongresses zu lesen. Dafür umso mehr über Feste und die jeweils an- und abreisenden Gäste. So konnte man sich zusammenreimen, wer gerade wichtig war und wer nicht. In der internationalen Presse wurde sehr viel spekuliert und es gab wilde Gerüchte. In der Wiener Zeitung wurde die Einigkeit der Verbündeten und deren Bemühen um den Frieden betont. Was neu ist, ist das Bewusstsein für die Öffentlichkeitswirksamkeit von Politik. Metternich selbst hat von Napoleon diesbezüglich gelernt und sehr stark geschaut, dass er öffentliche Meinung bilden kann selbst. Also diese andere Seite, einerseits sie zu kontrollieren und zu verhindern, dass allzu viel Gegenpropaganda auf den Markt kommt. Das ist die eine Seite. Aber die andere ist selbst die öffentliche Meinung steuern. Und das hat er zum Beispiel mit seinem österreichischen Beobachter versucht, mittels Genz, dass er selbst die öffentliche Meinung gestaltet und nicht nur Opfer ist von denen, die ihrerseits dagegen sind, was offiziell gemacht wird. Die berühmte Schlussakte zum Wiener Kongress war noch lange nicht fertig. Es dauerte noch bis in den Frühsommer 1815, bis Europa und seine Kolonien vertraglich neu geordnet waren. Aber davor fuhr den Teilnehmern noch ordentlich der Schrecken in die Knochen. Das Gespenst Napoleon erhob sich erneut und brachte alles ins Wanken, was an friedlicher Einigung schon beinahe erreicht schien.